So, ja, hilft ja nichts, ne? Kann man es da drunter verstecken? Oh oh. Das ist auch noch eine Sackgasse hier. Scheiße. Ich habe gerade was gehört. Geht runter. Ja, ich habe was ganz laut gehört. Wo ist das Monster jetzt? Das hört sich so nah an. Ein bisschen Schiss, dass wenn ich jetzt rausgehe, sie jetzt direkt um die Ecke steht und ich dann tot bin oder so. Das hört sich wirklich unheimlich nah an. Ich sehe nichts. Aber es wird irgendwie schlimmer, wenn ich nach vorne gehe. Das ist nicht gut. Da komme ich auch nirgendwo hin, ne? Wieder zurück. Vielleicht sehe ich sowas. Ich höre sie immer noch extrem laut. Oh. Oh, da sehe ich sie auch. Die Hexe, das Monster, wie auch immer. Das ist aber noch da, oder? Plätschert es? Mann, diese blöden Bäume, die stehen hier mitten im Weg. Ich renne jetzt mal einfach, ohne zu gucken, auf die andere Seite. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so hört, aber es ist wahnsinnig laut irgendwie, als ob ihr wirklich direkt neben mir steht, aber ich sehe es nirgendwo. Das Geplitsche und Geplatsche und... Geronimo! Ich denke mal, ich muss irgendwo Richtung Wasser, aber... Bin mir jetzt nicht sicher. Komm ich nicht durch, oder? So an, als ob die irgendwie im Weg direkt vor mir ist. Boah,
Boah, also bei Resident Evil habe ich ja keine Probleme, ne? Aber sowas, das ist echt grausam, zumal man ja auch nicht sieht, wo was ist. Ich meine, das ist noch die eine Sache, aber man hört ja, dass direkt neben einem was ist und anscheinend ist es doch nicht direkt neben einem. Ich laufe jetzt durch. Okay. Wo muss ich denn darüber? Hier in der Mitte wahrscheinlich, oder? Sieht aus, als ob da hinten ein Tor oder so sein könnte. Ich hoffe, dass die jetzt nicht gerade auf der Seite ist. Naja, aber da ist kein Übergang im Wasser. Fuck. Da hinten ist was zum Hochklettern. Komme ich da irgendwo runter? Okay, das ist nämlich zu. Also ich habe nichts zum Verstecken, wenn ich jetzt da hinlaufe. Okay, ich verstehe nicht, wie ich jetzt da rüberkommen soll. Also hier kann ich nicht hochklettern, so wie ich das sehe. Oh, ja, toller Grafikfehler. Hallo? Ich komme auch nicht mehr raus. Hallo? Ich bin hier im Stuhl gefangen. Ich kann auch nicht aufstehen. Toll. Das nenne ich mal richtig geil. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Doch jetzt. Aber da ist überall Wasser, da komme ich doch nicht rum. Wo könnt ihr da draußen mal mit euren scheiß Knallern aufhören? Mein Gott. Wie komme ich denn jetzt da hin? Da ist eine Öffnung. Aber hier komme ich auch, oder? Komme ich darüber? Da ist ein Tisch. Ich glaube, da ist eine Brücke. Oh mein Gott. Doch jetzt ganz sicher auch. Oh ja, ich sehe dich schon. Oh. Ich sehe dich nicht, dann siehst du mich auch nicht. Ich glaube, sie ist jetzt gerade irgendwie zu uns rübergekommen oder so. Oh mein Gott, da hinten ist eine Öffnung. Ich glaube, hier will ich auch gar nicht gucken, ob hier irgendwelche Geheimnisse oder Bilder oder so sind. komme ich da rüber? Muss ich zu dem Buch? Muss ich hin? Schnappen wir uns mal.
oder so. Oh, ich wusste, dass sie mir nachkommt. Ich wusste es. Oh, nee, oder? Und schnell rüber. The next memory. Ah, ich glaube, wir haben es geschafft. Oh, come on. I'm thirsty, said the rabbit. The rabbit cried and cried. She cried so much that her tears filled the bottom of the well. Okay, wir flüchten schnell durch das Rohr. Hui! Wie so eine Art Kaninchenbau irgendwie von Alice im Wunderland. Oh mein Gott, also dieses Kapitel, beziehungsweise auch das davor, das fand ich jetzt gerade echt am schlimmsten. Ach, danke. Hallo Teddy, dich habe ich schon total vergessen. Lass uns hier rumgehen. What was that? That thing. Was für ein Ding? She seemed so sad and desperate. Was erzählst du mir denn hier, Teddy? Hier ist kein Ding. Also ich will hoffen, dass hier nichts ist. Teddy, kommst du mit mir? Hey, okay. It's going to be so nice when we're through with all this. And we can play together all the time. Ja, genau. Also das ist eine Erinnerung, so wie ich das verstanden habe. Na, das tun wir auch mal da rein. Boah. Erstmal zu damit. Das kann sein. Teddy, dich nehme ich mal mit. Braver Teddy. Ich habe immer gedacht, du bist ein Horror-Teddy, aber eigentlich bist du ja gar kein Horror-Teddy. Du bist ein ganz braver Teddy.